Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu In Freiburg zu Hause. Ein digitaler, musikalischer Abend erwartet Sie. Freiburg ist musikalisch, kulturell so lebendig, so vielfältig und das ist natürlich stark getrübt durch die Corona-Krise. Und so wie beim ZMF immer ganz viele Musikerinnen und Musiker zusammenkommen, was dieses Jahr ebenfalls pausieren muss, kommen durch die vielen kleinen und großen Konzerten viele wirklich begabte Musikerinnen und Musiker zusammen, die Freiburg einfach bereichern als auch Musikstadt. Und das ist schade, dass das pausieren muss. Und deswegen haben die FBTM und die Sparkasse mit dem Kulturaggregat sich gemeinsam ein Konzept überlegt, in Freiburg zu Hause. Wir wollen, dass dieses Freiburg zu Hause sein auch zu Ihnen nach Hause bringen, auf digitale Art und Weise. Und deswegen erwartet Sie heute ein spannender Abend. Ich bin den Sponsoren, die das mit ermöglichen, dankbar. Schön, dass Sie zuschalten. Red House Rock 6 mit Gabi Kinski. Ich glaube, Sie werden ihn ordentlich einheizen. Sie werden Sie begeistern. Ich glaube, das wird ein ziemlich spannender, musikalischer, mitreisender, ein sehr engagierter Abend. Und gerade, wenn man seit 25 Jahren hier im Meierhof quasi praktiziert und Musik lebt und liebt und macht, und dann hat man, glaube ich, einen ganz besonderen Bezug zu diesem schönen Ort. Genießen Sie den Abend, viel Spaß in Freiburg zu Hause. Danke, dass Sie das Konzept mit unterstützen, digital, aber auch mit einer Spende. Danke an alle Sponsoren. Genießen Sie die Musik. Heute ist Sonntag, 21. Juni, 18.59 Uhr und 36 Sekunden. Hier ist wie immer Freiburg, live aus dem großen Meierhof mit Oldtime Jazz der Spitzenklasse. Sie sind hot, sie sind six und sie trinken Red House. Begrüßen Sie Red House Hot Six mit Ihrem heutigen Gaststar, Gabi Kinski.
much is falling in mine. Into each heart some tears must fall. Someday the sun will shine. Some folks may lose their blues in their heart, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall. She's falling in my hair. Ja, herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier im Großen Meierhof. Dankenswerterweise hat die Landesregierung ja die Corona-Regelungen so gelockert, dass tatsächlich wieder Menschen hier im Großen Meierhof dabei sein dürfen. Aber auch, ich winke einfach mal Hallo zu Hause an den Bildschirmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind die Red House Hot Six aus Freiburg und haben diesen wunderbaren Streaming-Abend begonnen mit einem Schlager aus den 20ern, der hieß Into Each Life. Some rain must fall. In jedes Leben fällt einmal ein wenig Regen. Der Titel ist eigentlich viel zu mild formuliert für das, was in den letzten drei Monaten weltweit über uns niedergegangen ist. Wir haben Anfang März zum letzten Mal hier im Meierhof live gespielt und freuen uns sehr, dass wir endlich wieder live hier bei uns zu Hause im Großen Meierhof musizieren dürfen. Wir wollen heute Abend ein wenig für Sie streamen und Ihnen vor allen Dingen gute Laune präsentieren mit den Red House Hot Six aus Freiburg. Seit vielen, vielen Jahren sind wir unterwegs und ich darf Ihnen am Anfang des heutigen Abends einmal sagen, wer denn eigentlich hier heute auf der Bühne ist. Wir fangen dort am Klavier an. Der Hauspianist des Großen Meierhof, Christian Kemper. Am Schlagzeug die Rhythmusgruppe Hans Brugger. Am Sousaphon, das schwere Blech, trägt er um den Hals, Peter Michael Steyer. Die akademische Oberaufsicht bei den Red House Hot Six führt seit vielen Jahren mit strenger Hand, nicht minder pädagogisch begabt, Dr. Michael Berblinger. Er wird heute Abend das eine oder andere Mal singen. Ich weiß nicht, ob es eine Drohung ist oder eher ein Versprechen. Er steht neben mir seit vielen, vielen Jahren, Georg Tschirdewa. Und heute neben mir an der Trompete. Er ist heute Abend auch dafür verantwortlich, dass die Technik hier läuft. Darüber werden wir nachher auch noch kurz was zu sagen haben. An der Trompete, Frank Schmidt. Ja, und keine Kapelle ist ohne Posaune komplett. Ich darf das vielleicht sagen, auch der Ministerpräsident hat ja vorhin in seinem Grußwort darauf hingewiesen, dass auch er früher Posaune gespielt hat. Insofern haben wir auch da eine ganz herzliche Verbindung miteinander. Lars Petersen, mein Name, ich spiele die Posaune und wir machen weiter mit einer... Ja, danke schön. Wir machen weiter mit einer ganz schnellen, frühen Big Band-Nummer aus den späten 20ern, die heißt Saratoga. Schaut, viel Spaß mit den Red House Hot Six heute Abend live aus dem Großen Meierhof. We'll be right back.
Saratoga schaut. Ja, wir haben über die Jahre, in denen wir gemeinsam musiziert haben, immer mal wieder ein Motto gehabt. Heute war das Motto, Jungs, nur halbe Lautstärke. Dieses Motto haben wir ja soeben hinter uns gelassen. Aber wir wollen ja noch einiges heute Abend Ihnen und euch präsentieren. Und wir spielen jetzt eine ruhigere Nummer. Und ihr werdet schon festgestellt haben, dass der Christian am Klavier ein Headset trägt. Ja? Wir haben wirklich vor nichts zurückgeschreckt. Der Christian trägt ein Headset und er trägt es natürlich nicht ohne Grund. Wir spielen jetzt einen wunderbaren Schlager. In dem kommt eine Textzeile vor, die lautet... Er ist der Liebling aller Frauen, die Frauen liegen ihm zu Füßen oder so irgendwie in dieser Art. Und man könnte natürlich sagen, wen von den Red House Hot Six meint der Dichter dieses Titels? Ja, wir sind bis heute nicht wirklich schlauer geworden. Natürlich ist keiner von uns gemeint, sondern ein Mann, der Titelheld eines wunderbaren Romans von Guy de Maupassant. Das Stück heißt Bellamy. Viel Spaß! Ein kleines Liedchen geht von Mund zu Mund, ist bekannt und das hat seinen Grund, denn es besingt den Liebling vieler Damen, die ihm zuliebe fielen aus dem Rahmen. Und Amor selber hat es komponiert und es den schönen Frauen dediziert. Und weil es bezaubernd klingt und süß, singt man in ganz Paris. Du hast Glück bei den Frauen, Bellamy, Bellamy. So viel Glück bei den Frauen, Bellamy, Bellamy. Bist nicht schön, doch charmant, bist nicht klug, doch sehr galant. Bist kein Held, nur ein Mann, der gefällt. Verliebst jeden Tag dich aufs Neu, Bellamy. Alle küsst du und bleibst keiner treu. Doch die Frau, die dich liebt, machst du glücklich wie noch nie. Bellamy, Bellamy, Bellamy. Netten jungen Mann, der gar nichts ist und nichts Besonderes kann und den die Damen dennoch heiß verehren, weil er was hat, was alle sehr begehren. Er macht die anderen Männer ganz nervös mit seiner tollen Chronique skandalös. Er nimmt die Frauen, wie er will, bei ihm hält jede still. Du hast Glück bei den Frauen, Bellamy, Bellamy. So viel Glück bei den Frauen, Bellamy, Bellamy. Bist nicht schön, doch charmant, bist nicht klug, doch sehr galant. Bist kein Held, nur ein Mann, der gefällt. Du verliebst jeden Tag dich aufs Neu, Bellamy. Alle küsst du und bleibst keiner treu, du alte Schlawine. Doch die Frau, die dich liebt, machst du glücklich wie noch nie. Bellamy, Bellamy, Bellamy. We'll be right back.
Christian Kemper. Ich glaube, jetzt weiß ich, wer mit dem Stück gemeint war, Christian. Aber das können wir nachher nochmal klären. Ja, wir machen weiter mit einem Klassiker, den eigentlich jeder kennt, der sich irgendwann mal mit dieser Art von Musik, diesem Genre befasst hat. Es gab ein wunderbares Konzert in den späten 30er Jahren in New York in der ehrwürdigen Carnegie Hall. Die Carnegie Hall in New York war damals so etwas, wie der große Meierhof jetzt für Freiburg ist. Es durften wirklich nur seltene, wenig gehörte, aber richtig gute Musiker dort auftreten. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir natürlich heute hier spielen dürfen. Ende der 30er Jahre hat Benny Goodman dort ein wunderbares Konzert gegeben. Es war das erste Mal, dass Jazz in der Carnegie Hall gespielt werden durfte. Und das Stück, was wir jetzt für euch spielen möchten, das kennt ihr auch. Das heißt, bei mir bist du Shane. Ja, das könnte man meinen, dass das Stück ja schon zu Ende ist, aber der schöne Teil kommt erst jetzt. Of all the girls I've known, and I've known some, until I first met you, I was lonesome, and then you came inside, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. You really swell, I have to admit you. Meet you. Deserve expressions that really fit you. Fit you. Es war so schön. Es hätte so schön sein können. Until you frag my brain open to explain all the things that you do to me. By me it be a shame. Oh, please let me explain. By me a beast of shame means that you ran. Oh, yeah, baby. By me a beast of shame, again I explain, means that you're the fairest in the land. I could say bye-bye, even say goodbye. Each language only has me tired. How grand you are! I try to explain. By me a beast of shame, so kiss me and say you understand.
10 für 2,80 Euro die ganze Nacht. Haha! Bei mir bist du schön für 1,10 Euro für 2,80 Euro die ganze Nacht. Und wenn du traurig bist, dann wirst du heiß geküsst. Und bist du glücklich, dann fangen wir von vorne an. Baby, bei mir bist du schön für 1,10 Euro für 2,80 Euro die ganze Nacht. Shane hieß dieses schöne jiddische Stück von den Andrew Sisters, die haben es damals gesungen. Wer ein bisschen forschen möchte im Netz, findet das alles. Und wir machen weiter bei, bei bekannten Schlagern. Wir haben über die vielen Jahrzehnte, muss ich sagen, unseres gemeinsamen Schaffens festgestellt, dass auch schöne Schlager in unserem Repertoire doch gern gehört werden. Und wir haben einen wunderbaren Schlager aus den 30ern uns ausgesucht. Da wird der Frank. Frank, weißt du das eigentlich schon, dass du beim nächsten Stück pfeifen musst? Ich wieder die Pfeife der Band. Ja. Da müssen wir jetzt, der Christian kann ja schon mal so ein bisschen zeigen, damit du auch weißt, worum es geht. Wir hatten das nicht abgesprochen, was jetzt passiert. Aber der Frank ist ein so unfassbarer musikalischer Mensch. Er wird jetzt dieses Stück für Sie pfeifen, auf den Spuren von der großen, unvergessenen Ilse Werner. Jetzt die Pfeife der Band, kein geringerer als Frank Schmidt, und er pfeift für euch Lady Be Good. Ich sag jetzt nichts mehr dazu. Mensch. Sweet and lovely, oh, Frankie be good. So Frankie be good, yeah, to me. I am so awfully, oh, misunderstood. So Frankie be good, yeah, to me. Glory help me when I see you standing there. I dream so much. I need your tender touch. Oh, oh, sweet and lovely, oh, lady be good. So lady be good, yeah, to me. Thank you.
So lady, be good, yeah, to me. I am so awfully old, misunderstood. So lady, be good to me. Let me tell you, this is Julep weather, so that put a two and two together. I'm just a lonesome, oh baby in the woods, don't you know? Oh sweet and lovely, yeah, old lady, be good. So lady, be good, yeah, to me. Come on, boys, do one more time. Oh sweet and lovely, lovely lady, be good. So lady, be good to me. You are the one, the one, the one that I want. So lady, yeah, be good to me. Glory help me when I see you standing there. I drink so much, baby. I say it into your face. You're the one, the one I need so much. Oh, sweet and lovely, lovely lady, be good. So lady, yeah, be good to me, yeah, to me. Dankeschön, Lady Be Good. Frank Schmidt. Und ich habe es gar nicht angesagt. Georg Tschirdewan heute Abend das erste Mal mit einem seiner großen Hits. Lady Be Good. Und wir machen weiter mit einer etwas ruhigeren Komposition. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, obwohl wir hier ja fast unter uns sind, wir müssen ein wenig auf die Euphoriebremse treten. Wir haben auch für unser Publikum eine kleine Verantwortung. Und wir machen eine ruhige Lateinamerikanisch, ja, das meine ich schon ernst, ja. Eine kleine lateinamerikanisch angehauchte, ruhige Nummer von einer wunderbaren Insel, Martinique. Und so heißt es dann auch, Martinique. Viel Spaß. Thank you.
Martinique hieß dieses wunderschöne Stück. Und ja, wir haben über die vielen Jahre, die wir ja hier im Meierhof gespielt haben, wir haben, glaube ich, insgesamt für die Wirtsleute Gabi Kinski und Elmar Wittmann über 250 Mal jeden ersten Mittwoch im Monat musiziert. Und wer Lust hat, kann ja mal ausrechnen, was es bedeutet, wenn wir nur 12 Mal im Jahr spielen, aber schon über 250 Mal das gemacht haben, wann wir damit angefangen haben. Wir waren damals alle so 13 bis 14 Jahre alt, ja. Also da kommt dann schon einiges zusammen, aber nichtsdestotrotz haben wir über die Jahre festgestellt, wir müssen auch ein bisschen unser Spektrum erweitern und möchten Ihnen jetzt einen Rhythm and Blues präsentieren. Eine Nummer, da geht es um einen Mann, der viele hunderte von Meilen von zu Hause entfernt ist, von seiner Mutter, und er möchte einmal wieder nach Hause und bei Mama sich richtig den Bauch vollschlagen. Und, aber er kann sich das einfach nicht leisten, weil er hat nicht genug Geld. Ihm fehlt einfach das Geld, um nach Hause zu kommen. Und deswegen muss er sich Tag ein, Tag aus von nichts anderem als Cornbread, Peas and Black Molasses ernähren. Well, I don't want no cornbread, peas and black molasses. Well, I don't want no cornbread, peas and black molasses. And it's appetite. Oh, Lord, 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 it's appetite. I got a letter from my mother this morning. I got a letter from my mother this morning. She said, come home. Lord, 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 she said, come home. Ja, Georg, bist du bereit für einen wunderbaren Chanson, den du unseren Gästen hier im Meierhof und an den Bildschirmen weltweit präsentieren möchtest? Ja, und ich will noch sagen, vielen Musikern, Kunstschaffenden geht es genauso wie diesem Mann, den wir gerade eben besungen haben. Sie können nicht nach Hause fahren, weil momentan kaum Kultur, bezahlte Kultur stattfindet. Und wenn Sie das unterstützen wollen, können Sie natürlich immer noch uns unterstützen mit einer Spende einer virtuellen Karte, die Sie immer noch über das Netz erwerben können. Ein Klick auf den roten Button genügt und schon wird das Geld abgebucht. Kein Problem. Georg, wir spielen jetzt diesen wunderbaren Klassiker nur für dich und unser Publikum. Das heißt, c'est si bon. Mm-hmm.
c'est si bon. Love saved it in France. When they thrill to romance, it means it's so, so good. Oh, c'est si bon. So I say to you, like the French people do, because it means it's so, so good. Every road, every sigh, yeah, every kiss, dear, leads to only one thought, and the thought is this, dear. Oh, c'est si bon. Nothing else can replace just our slightest embrace. And if you only would, yeah, be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, yeah, c'est si bon. Mr. Frank Smith. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and the thought is this, dear. Oh, c'est si bon. Nothing else can replace just our slightest embrace. And if you only would, yeah, be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, yeah, c'est si bon. I will whisper this phrase, my darling, yeah, c'est si bon. Wunderbare Einheit. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wir haben in diesem Stück eben ein kleines Zitat eingebaut für Eingeweihte, und damit möchten wir, liebe Freunde der Band, grüßen. Der zweitbeliebteste Botschafter der Stadt Freiburg nach uns, das ist der Jazzchor Freiburg. Grüße an den Jazzchor. Wir haben ein kleines Zitat an euch eben in diesem Stück verpackt. Und wir spielen jetzt eine Nummer. Da geht es um einen Mann, der so ein bisschen das macht, was in den letzten Monaten auch wichtig war. Mal nach dem Nachbarn schauen und gucken, alles okay, wenn man sich vielleicht längere Zeit nicht gesehen hat. Dann sollte man mal schauen, wie es dem Nachbarn geht. Und in dem Stück, über das wir jetzt für euch spielen möchten, geht es genau darum, da schaut immer einer nach seinem Nachbarn. Bei ihm ist leider so, er schaut irgendwann mal vorbei und der Nachbar ist tot. Genau. Ja? Ja. Und was hat er gemacht? Er hat sich hingesetzt und hat ein Stück komponiert von Louis Armstrong. Louis Armstrong war es, glaube ich, sogar höchst selbst, der dieses Stück komponiert hat. Und das möchten wir für euch spielen. Das heißt Old Man Moe. Once there lived an old man with a very crooked nose.
He lived in a long flat and they called him Old Man Moose. Now early one morning I knocked on his door. Didn't hear a single sound and I ain't gonna do it no more. Cause I found out, Old Man. Now I found out, Old Man. Now I found out, Old Man. That Old Man Moose is dead. Yes, sir. Now I found out, Old Man. And I found out, Old Man. And you found out, Old Man. Moses did. We believe. Oh, Moses, take the baggage. We believe. Oh, Moses, take the baggage. We believe. Oh, Moses, take the baggage. Oh, we believe in that. Oh, Moses, take the baggage. We believe. Oh, Moses, take the baggage. We believe. Oh, Moses, take the baggage. We believe in that. Whoa, 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 whoa. I went round his house and peeped through a crack. Saw old Moses all lying on his back. Old Man Moses dead or asleep, I really do not know. But one thing I know for sure, I ain't gonna do it no more. Cause I found out, Old Man. Now you found out, Old Man. And he found out, Old Man. That Old Man Moses dead. Yes, sir. Now I found out, Old Man. And you found out, Old Man. And we found out, Old Man. That Old Man Moses dead. We found out, Moses, take the baggage. We found out, Moses, take the baggage. We found out. We found out his name. We found out his kick that bucket. We found out his kick that bucket. We found out his kick that bucket. We found out Old Man Moses. Ja, da war er dann tot, der arme Old Man Moses. Oder wie man in dem Stück mehrfach hört, he kicked the bucket. So, ihr wisst ja, dass wir seit vielen, vielen Jahren hier schon im großen Meierhof spielen. Und immer wenn wir spielen, dann sage ich, dass in diesen geheiligten Hallen auch Leute auf die Bühne kommen, die wirklich wissen, was sie machen, im Gegensatz zu uns. Sondern hier treten Leute auf, die es wirklich studiert haben, die können es, die sind entsprechend ausgebildet und haben regelmäßig hier wunderbare Theater- und Kleinkunstvorführungen. Und wir möchten Ihnen und euch einen kleinen Eindruck dessen vermitteln, was hier im großen Meierhof so an Programmen stattfindet. Und freuen uns ganz besonders, dass wir jetzt mit einer Nummer von Hildegard Knef, die Chefin des Hauses, Gabi Kinski, zu uns auf die Bühne bitten dürfen. Es gibt ein Zitat von Hildegard Knef, das hat sie über sich selber gesagt. Und ich habe mir vorher die Erlaubnis geholt, ich darf dieses Zitat auch mit Blick auf Gabi Kinski verwenden. Ich jogge nicht, ich laufe jeden Tag Amok. Begrüßen Sie bitte mit einem ohrenbetäubenden Applaus. Auch zu Hause an den Bildschirmen. Wir prüfen das, ob ihr euch auch wirklich entsprechend beteiligt. Gabi Kinski mit In dieser Stadt. Ja, wir haben hier im großen Meierhof ungefähr 438 Kilometer Kabel verlegt. Da kann schon mal eine kleine Irritation eintreten. Da ist sie aber jetzt endgültig bei uns auf der Bühne. Gabi Kinski mit In dieser Stadt. Zigarettenschachtel und zerknülltes Butterbrotpapier auf dem Schulweg, den wir täglich machten, seh ich, als ob's heute wär vor mir. Wir klauten auf dem Beet vorm Bahnhof für die Mutter den Geburtstagsstrauß. In dieser Stadt kenn ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Zwischen zwei verdunkelten Laternen stand eine Bank, mein erster, der hieß Fritz. Ich würde so gern
von ihm das Küssen lernen. Aber seine Küsse waren ein Witz. Morgens grübelnd hinter blinden Scheiben wusste ich nur eins, ich will hier raus. In dieser Stadt kenn ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Morgen stand ich dann am Bahnhof, an dem Gleis zur großen, weiten Welt. Und ich wusste plötzlich auf dem Bahnsteig, dass mich hier dieser Stamm nicht hält. Heute noch allein durch weite Nächte halte ich es vor Heimweh nicht mehr aus. In dieser Stadt ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus, in dieser Stadt war ich mal zu in dieser Stadt. Und bei der nächsten Nummer, da geht es um ein altes Paar, die sich gegenseitig doch auf die Nerven gehen. Auf die Nerven gehen. Und bevor sie sich zu intensiv auf die Nerven gehen, haben auch die beiden sich hingesetzt und ein Lied geschrieben und gucken mal so in die Vergangenheit und kommen beide zum Ergebnis, eigentlich wäre es doch schön, wenn der jeweils andere wieder so wäre wie damals, als man sich ineinander verliebt hat. Das Stück heißt Sei doch so, und ich werde die Bühne kurz verlassen, um noch einmal zu schauen, was die Welt an den Empfangsgeräten uns heute schon für nette Nachrichten geschickt hat. Darf ich euch so lange mit der Gabi alleine lassen, Jungs? Ja, bitte. Ich bin da ganz beruhigt. Bitte. Sei doch so, viel Spaß! Und tschüss. Sei doch so, damals und verzeih doch so, wie damals du zerbrichst unser Glück nur zu Scherben und Schutt. Sei nicht so und bitte, bitte schrei nicht so. Du bist wie ein verzogenes Kind, machst dein Spielzeug kaputt. Und mit Geld ist es gefährlich, eines ist mir unerklärlich, ist denn deine Welt nicht mehr meine Welt. Sei doch so wie damals und verzeih doch so wie damals, denk doch auch einmal an mich und nicht immer an dich. Und je nicht gleich durch die Wände sprich dich mal aus, wie es früher geschah. Lass mich nicht beiseite stehen, lass mich nicht vorbei.
Beitrag lehnt, sprich dich doch aus, dazu bin ich doch da. Du gehst fort mit fremden Leuten, manches Wort hör ich dann Leuten, ich weiß es nicht, was soll's bedeuten, und sitzt dabei wie die Lorelei. Sei doch so wie damals und verzeih doch so wie damals, es ist nicht mehr viel Zeit, sonst ist alles vorbei. Ja, meine Damen und Herren, Gabi Kinski, wunderbar. Sie wird nachher nochmals kommen und noch ein Stück mit uns singen. Bis sie wiederkommt. Wir wollen ja die Spannung ein bisschen hochhalten. Machen wir ein Stück, und zwar ist das das älteste Stück, was wir, glaube ich, spielen. Es ist aus dem Jahre 1919. Die Älteren von euch erinnern sich vielleicht noch. Es ist ein Stück, das heißt Royal Garden Blues. Und jetzt ist unser Posaunist Lars Petersen noch wieder da. Ich habe mal eben im Internet nachgeschaut. Ich will das einfach euch gar nicht alles sagen, weil wir haben nicht mehr so richtig viel Zeit. Wir müssen nachher irgendwann die Leitungen wieder schließen. Es sind unglaublich nette Nachrichten eingegangen. Nur eine einzige möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Georg, tatsächlich hat einer gesagt, spielt bei euch David Hasselhoff Klarinette. Unglaublich. Und jetzt wurden Freiburg die Schwimmbäder wieder aufmachen. Darf man diese Assoziation natürlich haben. Und wir spielen für euch den Royal Garden Blues.
Brugger am Schlagzeug. So, bevor wir ganz, ganz langsam zum Ende des heutigen Abends kommen, wir hatten ja für unsere Zielgruppe versprochen, wir wollen bis zum Tatort fertig sein. Das könnte klappen, schauen wir mal. Wird gleich die Gabi nochmal auf die Bühne kommen und ich möchte diese kleine Pause für die erste Runde an Danksagungen nutzen. Zunächst mal ein ganz herzliches Dankeschön an unseren Ministerpräsidenten, der sich nicht zu schade war, uns ein sehr nettes Grußwort zu schicken, das Sie ja im Internet lesen konnten. Ganz herzliches Danke auch an unseren Oberbürgermeister Martin Horn. Er steckt ja auch dahinter, dass diese wunderbare Veranstaltung in Freiburg zu Hause so stattfinden kann. Und wir möchten uns natürlich auch bedanken bei den Leuten, die das hier technisch ermöglicht haben. Da fangen wir mal an bei dem Pianohaus Leptin. Der Herr Leptin war noch hier höchst selbst und hat das Klavier gestimmt. Der Herr Leptin heißt eigentlich Sandwald, aber spielt auch keine Rolle. Aber er war hier und hat das Klavier extra nochmal gestimmt. Ein ganz herzliches Dankeschön. Und diese ganze Technik, die hier steht, die verantworten zum einen Frank Schmidt, er steht direkt neben mir. Und unten im Keller ist der Olli Noack vom Tempelstudio. Die haben hier eine Wahnsinnstechnik aufgefahren und gefilmt und geschnitten und auf die richtigen Knöpfe im richtigen Moment gedrückt. Hat der Jürgen Miesmer von Miesmer Medientechnik. Jungs und Mädels und Herr Ministerpräsident, Herr Oberbürgermeister, ganz herzlichen Dank von den Red House Hot Six und für euch. Für euch singt Gabi Kinski jetzt etwas, was wir euch allen wünschen. Für euch soll's rote Rosen wünschen. Gabi Kinski, da ist sie nochmal. Will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will, will alles oder nichts. Sollte rote Rosen regnen, mir sollten sämtlichen Wunder begegnen. Die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Ich noch, ich möchte viel sehen, verstehen, erfahren, bewahren. Und später sagte ich noch, ich möchte nicht allein sein und doch frei sein. Rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Das Glück sollte sich sanft verhalten. Es soll mein Schicksal mit Liebe gestalten. Ich fügen, begnügen, ich kann mich nicht fügen, will mich nicht begnügen, will immer noch siegen, will alles oder nichts. Für mich soll's rote ich fern vom alten Neuen.
Danke, vielen Dank. Ja, Rote Rose soll es für Sie tatsächlich alle regnen in der Zeit, auf die wir uns natürlich freuen. Wir sind noch nicht so richtig sicher, ob es mal eine Phase geben wird, wo wir sagen können, jetzt ist wieder alles so wie vor Anfang März. Wir und von den Red House Hot Six, wir wünschen Ihnen das alle natürlich, dass diese Zeit irgendwann mal wieder eintreten wird. Um ein wenig in diese Richtung uns fortzubewegen, freuen wir uns sehr, dass es solche Gelegenheiten wie das hier gibt in Freiburg zu Hause. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken, nochmal natürlich beim Oberbürgermeister Martin Horn, der Freiburger Wirtschaft und Tourismus GmbH mit ihrer Chefin Hanna Böhme. Wir möchten uns bei Thilo Buchholz bedanken, der als Pop-Beauftragter der Stadt Freiburg nicht davor zurückgeschreckt hat, eine Oldtime-Jazzband am diesem Abend für Sie spielen zu lassen. Als Sponsoren darf ich nennen die Sparkasse Nördlicher Breisgau mit dem Vorstandsvorsitzenden Marcel Timm und natürlich der Sportclub Freiburg Oliver Lecky. Auch an Sie alle ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie es ermöglicht haben, ein wenig Geld in die Hand zu nehmen und für Städten in Freiburg, aber auch in der Region es zu ermöglichen, dass dort Kultur stattfinden kann. Viele, viele Musiker wurden ja Anfang März von einem Tag auf den anderen auf Null gesetzt, aber nicht nur Musiker, auch Gegenden, wo man musizieren kann, so ein Etablissement wie der Meierhof, kleine Bühnen, kleine Einrichtungen, kleine Clubs, mussten auf einmal schauen, wie können wir unsere Miete bezahlen und nicht nur das, auch Veranstaltungstechniker wie zum Beispiel Tempelstudio oder auch Jürgen Miesmer und seine Kolleginnen und Kollegen haben auf einmal keine Aufträge mehr und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir heute für Sie wenigstens ein wenig musizieren konnten. Es ist ein bisschen Geld zusammengekommen, ich glaube, man darf noch bezahlen, wer heute Abend hier war, darf zu Hause trotzdem nochmal ins Internet gehen und noch ein bisschen was vom Konto abbuchen lassen. Wir möchten uns von Ihnen und euch verabschieden. Nochmal herzlichen Dank an alle, die es ermöglicht haben, dass in Freiburg zu Hause in die Tat umgesetzt wurde. Schauen Sie mal auf die Homepage, es sind schon die nächsten Termine dort angekündigt. Es gibt tolle Sachen, die man machen kann und wir möchten uns verabschieden mit einem unserer größten Hits, das heißt Those Were The Days. Viel Spaß, danke, dass Sie dabei waren. Was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away your sorrows and dreamed of all the things that we would do. Oh, then the busy years went rushing by us. We lost those very notions on the way. If by chance I meet you in the tavern, sing and dance forever and day. We live the life we choose, we fight and never lose, for we were young and sure to have our ways. La 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 la, ya la 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 la. Those were the days, oh yes, those were the days.
night I stood before the tavern. Nothing seemed the way it used to be. In the glass I saw a strange reflection. Oh, was that lonely woman really me? Through the door there came some million laughter. Saw a face and heard you call my name. Oh, my friend, we're older, but no wiser. And in our hearts, dreams are still the same. Those were the days, my friend. We thought they'd never end. We sing and dance forever. Those were the days.